Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen auf dem ganzen Planeten der Erde. Freunde, ich freue mich sehr drauf. Wenn ihr das Video seht, müsste es eigentlich punktgenau Sonntag 12 Uhr sein, denn wir geben uns den letzten Song aus der Bohne, Akt 1. Ich freue mich unfassbar drauf. Wir haben ja die Regel quasi, dass wir 24 Stunden warten, nachdem ein neues Hauptvideo rausgekommen ist, damit ihr vorher auch garantiert alle das gesehen haben solltet. Falls es auch noch einen halben Menschen geben sollte, der dies noch nicht getan hat, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Geht aufs originale Video, lasst einen Daumen nach oben da. Es sind jetzt schon unfassbare 135.000 Daumen nach oben und 376.000 Views, wobei Realtime-Views schon weit über 500.000 sein sollten. Ich bin unfassbar gespannt, ich freue mich sehr drauf, denn wie vielleicht einige von euch wissen, bei Songs aus der Bohne 2 habe ich mitgemacht. Das war 2019, Digga. Einfach 2019 bei der Gamescom. Und das war das Video, wo ich den wunderbaren Satz hatte mit, die Szene war, wir sitzen im Bus und Ju macht irgendwie auf sich aufmerksam, weil er kein Ticket hatte. Und meine Highlight-Zeile war, ey, das ist doch dieser YouTuber. Dieser Rezo, ich sag's wie es ist, nach 3 Takes, ich war durch, es war gut. Das war ein unfassbar cooler Tag, unfassbar schöne Erinnerung und immer noch eine meiner prägendsten Erinnerungen irgendwie in der Zeit, so als YouTuber hier. Und jetzt geben wir uns den letzten Song aus der Bohne, Akt 1. Ich bin unfassbar stolz auf das ganze Team und freue mich jetzt sehr drauf, hier rein zu hören und rein zu gucken, Mann. Ach, ich werde immer so ein bisschen melancholisch, so, wenn ich so zurückdenke an die Zeit und freue mich aber auch immer voll. Deswegen jetzt der letzte Song aus der Bohne, Akt 1, los geht's. Und niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. Über tausende Jahre hinweg verschwand der Märchenwald und an ihrer Stelle wurde eine Stadt namens Aachen errichtet, unter der die Bohnen immer noch zwischen den Wurzeln eines Baumes schlummern, wo der Uhu stets dreimal ruft. Junge, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich will nicht wissen, wie viel Dreck Judah reinbekommen hat in sein Hemd hinten. Junge, 10 Kilo Erde drin. Okay, Kapuze auf, hab ich nicht gesehen. Die sehen aber auch so lecker aus, Junge, ich sag's, wie es ist. Da bin ich mal auf deine Ausrede gespannt. Warum du meine scheiße Garten kaputt gemacht hast? Ey, wie geil! Ich wusste nicht, dass Kaya Yana dabei ist. Ich glaube, Tilo ist dabei, da habe ich das in der Story irgendwie gesehen, dass er da zumindest vor Ort war. Aber sonst habe ich keine Ahnung, wer dabei ist. Geil, dass Kaya dabei ist, Mann. Ich bin, ihr Gärtner. Oskar? Ja, genau, Oskar. Oskar! Es gibt keinen Oskar. Ich grab die Löcher auch wieder zu, versprochen. Was ist das? Ist das Sparky? Hast du Sparky ausgegraben? Sparky wer? Sparky, mein Lieblings-Shisha-Tabak. Ach so, ich dachte schon, Sparky ist ein Hund. Ja, warte mal, jetzt ist Shisha-Tabak. Hast diese Tabak. Ey, Kaya macht das so gut, weil das sowieso cool, viel zu viel Stress. Geil. Jetzt gib mir Sparky, sonst rufst du die türkische Baklava Weibuffer ein, hä? Was machst du hier überhaupt in meinem Garten? Alles kaputt. Kenn ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Junge! Holy shit! Bro, das ganze Geld ist einfach für diese Animation draufgegangen. Es sieht anders aus als es ist. Hör mir mal zu, ohne den Anfall sage ich nichts. Ey, da sind schon wieder so viele Insider gerade drin. Holy shit, also erstmal, wir müssen diese kranke Animation hier gerade appreciaten, die da passiert ist. Junge, sah das unfassbar gut aus. Es sieht anders. Kenn ich auf jeden Fall. Woher ist das nochmal? Kenn ich auf jeden Fall. Geil, Herrnwald ist da, unten steht 9-Euro-Ticket. Richtig cool. Für diesen einen Shot bin ich extra nach Aachen gereist, Bahnticket auch noch selber gezahlt. Geil, Mann. Geil, 666.000 Likes, 187 Kommentare und 1337 mal geshared worden. Geil. Ich nichts, was willst du tun?
weißt du denn überhaupt, mit wem du sprichst? Das ist mein Beruf, ich gebe professionell keinen Fick. Rasenrasur, ich rasier deinen Garten. Junge, private Telefonnummer, die wurde zensiert, besser ist es. Der Typ kam nie trotzdem 5 Sterne von ungespielt. Und bei Papa Platte ein schönes Imagine in die Runde. So muss das sein. Info extreme Versandkosten. Der Mehmann ist nicht inklusive, kann aber als Escortmann. Ist nicht inklusive, aber als Escortmann buchbar. Es kann jedoch zu kleinen Raubüberfällen kommen, für die wir leider nicht garantieren können. Egal, was du sagst, du bist bla 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 bla. Süß. Und krass wird sowieso bei legalisiert, dass du ein Neschek bist, ist gar. Ey, so einen süßen Kaya, Digga, das ist einfach knuffig. Ich möchte gern so seinen Bauch streicheln und der macht da so. Das will ich, das will ich. Was liegt da unter deinem Gras? Ist das dein T-Shirt? Aber da, damit ist Marky Home Geschmack. Nicht wie die Achseln deiner Mann. Aber warum liegt tot im Kopf neben deinem Kammer? Der sieht aus wie eine Frau, die du vor Jahren vergraben hast. Wo ist deine Frau eigentlich? Ganz kurz auch in diesem Anzug, Ju, schöner Mann, muss man sagen. Kaya auch natürlich. Moment, ich kann erklären, ich bitte, das war ein Unfall. Vielleicht ist es ja ein Fall für den türkischen Baklava-Weitwurfverein. Ich mache so, Auto machen so, Unfall. Ich bitte Sie, ich mache auch alles, was Sie wollen. Alles. Da jetzt nichts alles, ich bin fumsig, ich habe im Kreuz. Aber dann behalte ich das hier. Okay. 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 Guten Morgen, Herr Yildirim. Ey, wie geil, Mann, dass Greeny da noch am Start ist. Geil. Ey, wie cool, Mann. Übel nice, geil. Ich habe ihm was Schönes mitgebracht. Hallo, Oscar. Egal. Jetzt geil. Fehlt nur noch. Ey, cool, Mann. Ey, wie cool war das gerade? Tintenfischmann, hallo, Tintenfischmann. Was? Spuck mal Tinte. Wenn du das noch einmal sagst. Digga, ich sag's dir, es ist dieser, wie soll ich sagen, das ist dieser typische Vibe wieder, richtig, von früher. Das ist geil, Mann, dass so gecaptured wurde wieder. Das bringt Klicks, Bruder. Real Talk. Dann mach ich dir eine kleine Schwester. Juhu, eine Schwester. Ich hasse ihn. Ätzender Typ. Geil. Was ist das? Apfelsaft. Gönn mal Apfelsaft. Fass meinen Tentakel nicht an. Was geizst du so? Bin mal schiffen. Verdammten Dreckskinder. Ja, ich wollte callen, wer ist das? Aber ich hab keine Ahnung, Mann. Just pick up. Oh, das ist Alicia Joe, glaube ich, heißt sie. Wie bitte? Toilette. Ich suche die Toilette. Wie perverser. Frau Wallos, dem Tino geht's nicht gut. Tino, Schätzchen, was ist los? Hat den Apfelsaft getrunken. Der Mann hat dem Tino Apfelsaft gegeben, aus dieser Flasche hier. Was geben Sie da meinem Sohn? Apfelsaft? Muss Tino jetzt sterben? Tino riecht wie mein Papa. Ey, Junge, diese kleinen Jokes von den Kindern sind nice. Oh, hab doch gar nichts gemacht, John! Ja, ich bin's. Oh Gott, ein zweiter Perverser. Wie hast du mich gefunden? Ich hab dich getrackt, Bro. Getrackt? Oh, du wie. Find my dog. Junge, das Ding ist, man muss eigentlich jeden Frame so analysieren, weil da so viele kleine Jokes drin sind. So Visual Jokes, aber eben auch Audible Jokes. Ich glaube, so heißt das nicht. Scheiß drauf, Digga. Aber richtig, richtig nice, Mann. Lass mich an. Hä, hau ab, Ju. Die letzten 2,5 Jahre waren die besten meines Lebens. Ich habe jetzt eine Familie. Spiel einfach mit. Fassen Sie mich nicht an, Sie Psycho. Sag Daddy zu mir. Daddy! Nein, du nennst ihn nicht so. Ich brauche dich, John. Das reicht nicht für die Polizei. Ja, genau. Ruf die Polizei, Schatz. Das reicht nicht. So, mit welchem Buchstaben fängt allerbeste Freunde an? Was willst du von mir? Womit fängt allerbeste Freunde an? Mit A. Wie schmeckt dir? Oh, geil. Finch, nice. Wollte schon immer einen Hund. Jetzt hast du morgen einen Kater. Sag ich schon, setze den Becher an den Mund. Ein Kasten am Morgen, ich bin direkt startklar. Ey, Stimme passt auf jeden Fall. Outfit passt und Text passt auch. War schon mit 12 so blau wie die Schlümpfe. Leben ist langweilig, ganz ohne Sünde. Wärst du der Genie und hätte ich drei Wünsche. B&B und deine Mutter in Strümpfen. Hier muss ich probieren.
trainieren. Hab noch genug frische Zellen im Hirn. Es offen, dann kotzen, dann Kater kapiert, weil das Konterbier Herz und die Leber trainiert. Ich extra so viel und Junge, das. Ich sag's, es ist, der Text könnte 1 zu 1 von Finch sein, Junge. Kannst du das glauben, du was magierst? Deine Schwester wurde in eine Socke gespritzt. Ein Tornado und wir kommen in Fahrt. Ja, der zweite ist am Start. Digga, das muss auch der Tag des Lebens für diese Kinder gewesen sein, ich sag's dir so. Das ist der beste Geburtstag ever, danke. Ja, ich wusste es, ich hab's gecallt. Maul. Hier, für dich. Oh mein Gott, Tino hat gelacht. Tino hat noch nie gelacht, seit sein Vater Querdenker geworden ist. Er Tino das Blut 1000 katalanischer Mauereidechsen injiziert hat und jetzt im Darm eines eingefrorenen Mammuts lebt, um sich einer unentdeckten Virenkolonie anzuschließen. Schön. Ey, Junge, die Effekte sind echt geupgradet worden. Holy shit. Wir sind wieder back. Der letzte Song ist halt wohne, episch geil. Geiler Anfang. Geiler Anfang. Ey, man muss ehrlich sagen, Production Value irgendwie nochmal, da war noch Netflix-Geld übrig, Digga. Haben sie nochmal ein bisschen hier auf dem Level hier ein bisschen was gezaubert. Soll doch. Ich habe meine letzten Euros für dieses scheiß Kostüm ausgegeben und keinen Cent verdient. Und was ist das hier? Ukulele! Ukulele! Na, Ukulele! Scheiß drauf, John. Ich weiß, wie du, wir reich werden. Damit können wir die letzten Hauptvideos finanzieren. Ja, schön wär's. Aber immer wenn du irgendwo auftauchst, passiert mir irgendwas Schlimmes. Ich verspreche dir, dieses Mal nicht. Oh. Guten Morgen! Guten Morgen! Oh, ey, cool, du ja auch am Start ist wieder. Oh, shit. Alles okay? Oh, cool. Scheiße. Hey, hast du dir wehgetan? Nein, was? Hä? Cool. Beständig. Genau an der Stelle. Das war mein Auge. Ich weiß. Willst du dich nicht entschuldigen? Wegen entschuldigen. Die Sache ist so. Als ich 4 war damals, als mich das erste Mal jemand Julia genannt hat, keine Ahnung wieso und ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall bin ich da in den Brunnen gefallen, so komplett mit Brennnesseln. Wie süß ist dieser Melonenhelm eigentlich? Sorry, Bau, aber John, stell dir vor, ich habe herausgefunden, wie man magische Bohnen züchtet. Und wir haben uns immer nur einen Scheiß geritten. Ach, hast du eine Ukulele bekommen? Ich scheiß auf die Ukulele. Kann ich sie dann haben? Lass meine Ukulele nicht an. Überleg doch, John, wir haben die Bohnen immer nur eingesetzt, wenn wir in Schwierigkeiten waren. Dieses Mal würden wir ganz bewusst damit mittelmäßige Songs produzieren. Durchschnitt ist die Cashcow von heute. Wahre Worte. Bist du dabei, John? Wenn ich reich wäre, müsste ich den Kackjob nicht mehr machen. Dann kaufe ich euer Haus und dann nennt ihr mich beide Daddy. Daddy! Wenn ich reich wäre, dann würde ich mir voll gerne einen Heißluftballon kaufen, damit auch Vögel meine Zeitungen bekommen. Oh, das war irgendwie süß, Mann. Das war irgendwie süß. Was Abgelegenes, eine Scheune oder so. Ich kenne da jemanden. Was? Wo? Ich fahre da mal bei meinem Zeitungsjob vorbei. Das sind ganz nette Menschen. Die loben mich immer für meine blonden Haare. Blondie nennen die mich. Ja, wo? John, gib ihm das Ding. Echt jetzt? Das mach halt was. Und wo ist diese Scheune jetzt? Ariastraße, Haus Nummer 88. Ah, schon so spät. Ich glaube. Okay. Lass ihn mal so stehen. Hab ich dir nach Hause? Nee, hier rum. Was mit deinem Fahrrad? Ach, brauche ich nicht. Ich folge einfach meiner dünnsten Schnur der Welt. Die bringt mich immer nach Hause. Schönes Wochenende. Bro. Es ist Mittwoch. Es ist wieder ganz vercrackt hier. Das Skript ist wieder irgendwie entstanden. Keine Ahnung wie, aber ich bin einfach happy darüber. Mann, Ariastraße 88 klingt ein bisschen sus. Nein, sind liebe Leute, wie diese Julia gesagt hat. Strohpose am Start, das finde ich cool. Oh, hi. Hi. Schicke Wohnung hier. Auch cool von Inneneinrichtung her, sehr deutsch. Ja, mag ich. Deutsche Flagge, schöne Flagge, sehr schöne Flagge. Und schön, deutscher Adler. Oh, super Tier, mein Lieblingstier. Wir sind auch deutsch, so speziell deutsch, wie wir. Make Germany great again. Wir sind Rechtsextreme? Was soll das? Wir sind keine Rechtsextreme. Nur wegen unserer brasilianischen Flagge? Außerdem ist das ein Hund. Cooler Trimax-Joke hier. Wir sind eine Selbsthilfegruppe. Für was? Ausfall? Das Wort. Sag das Wort nicht. Hä? Was meint ihr? Das Wort! Bro, ey. Achtung, Vorsicht, okay? Wörter mit H sind verboten. Okay, ja. Fangen wir nochmal von vorne an. Julian. Hi, ich heiße Julian. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob wir eure schicke Scheune mieten dürfen. Aber günstig. Ja, wir sind nämlich hart pleite. Ha? Schon wieder das unerlaubte Wort? Ungebeten in mein Haus, macht uns fertig und jetzt wollt ihr was von uns? Nein, die Sache ist so. Ja, was? Das sind auch nicht unsere echten Haare. Ja, genau. Joe, was laberst du? Ja, wir sind oben auch kahl, ging schon ganz früh los bei uns. Die sehen aber ziemlich echt aus. Also meine sind eigentlich auch echt. Nee, schaut mal. Ja!
Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach wirklich so scheiß Büschel abrasiert haben, rangeklebt haben, weil die keine Perücke dafür hatten. Und John wäre so, ja okay, machen wir. Ich krieg gerade ganz dicke Michi-Vibes hier, ich sag's wie es ist. Bei uns seid ihr richtig. Für was braucht ihr denn unsere Scheune? Also wir verkaufen Bohnen, magische Bohnen, um Spenden zu sammeln für Haarbedürftige. Ich meine Schopfbedürftige. Und wir brauchen einen Ort, um die Bohnen in sicherer Umgebung zu züchten. Man merkt, ihr seid ehrliche Menschen. Das ist einzig wahre. Ja genau, wir haben auch Glatzen. Und diese Perücken tragen wir immer nur tagsüber. Eigentlich hasse ich Frisuren. Heinrich, mach mal lauter! Haare, das Wichtigste im Leben eines Mannes. Ach, bist doch du. Der sieht mir ein bisschen... Junge, wie blau sind diese Augenfutschrube? Ist mir noch nie aufgefallen, Mann. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ähnlich so, aber ich kenne ihn nicht. Nee, keine Ahnung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Julian. Oh Gott. Das ist der schlimmste Verrat meines ganzen Dutzlebens. Ich bin gerade am Überlegen, wen sie jetzt holen könnten. Wen könnten sie jetzt holen, der vielleicht auch eine Glatze hat? Ich weiß es nicht. Du bist doch gerade erst Vater geworden. John, wir müssen deeskalieren. Jetzt. Oh, Daft Punk, okay. Ey, der Sound ist wieder nice. Geil. Insi-Modus aktiviert. Wie aktuell das auch noch ist, diese kleinen Insider-Jokes. Geil. Die arme Putzfrau, Mann. Revidissing, die Lyrics hier unten sind auch wichtig. Was stand da? Hier wäre jetzt ein Revidiss gekommen, aber er will ja nicht mehr gedisst werden. Okay. Ey, der Song war gut. Hätte ich noch eine Strophe reingepackt irgendwie gerne. Ich brauche Haare. Wir sind stolz auf unsere Glatzen. Keine macht den Haaren. 70-30, die klingt gar nicht mal so fair. Aber weil wir euch fälschlicherweise für Rechtsradikale gehalten haben, ist das dann doch ein fairer Deal. Genau. Und außerdem bekommt ihr noch Heilerde und Reisdünger dazu. Da Bro. Okay. Straße mal schön nach rechts. Sass. Schöne Scheune. Oh, okay. Sehr schöne Scheune. Classic. Es hat funktioniert. Sie wachsen schneller als gedacht. Von hier aus können wir unser Bohnenimperium aufbauen. Kannst du mal aufhören zu rauchen? Ich bin alt genug. Boah, das stinkt aber. Neuester Shisha-Tabak. Sparky heißt der. Schau mal, was ich entdeckt habe. Hinter jeder Bohne steckt ein Musiker. Wissen wir. Check. Aber da muss doch viel mehr dahinter stecken. Apache, oh lol. Wie süß. Oh, Apache bleibt klein. Junge, wie süß. Ey. Ich hab Apache immer süß gefunden, aber noch nie so süß. Mehr dahinter stecken. Ja. Oh Junge. Das war das Süßeste, was ich im Leben hier gesehen habe, gefühlt. Finden wir es heraus. Aber bevor wir wieder alle Bohnen verlieren. Ja, den Glatzen traue ich auch nicht so ganz. Ich bin gespannt, wie Tilo noch reinkommt. Ja, wir sollten immer eine Bohne safe haben. So als Checkpoint. Aber wo sollen wir die verstecken? Ah, ich dir,
Du mir? Danach ich dir. Du mir? Ja. Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief. Oh, was, wenn die sich aktiviert? Das ist eine fucking Razzia. Oh, stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Michael Smolik habe ich auch witzigerweise schon gesehen, dass er dabei ist. Geil, Mann. Ey, ehrlich, immer coole, coole Leute dabei. Leute, die eigentlich nie, die man nie so irgendwo erwartet hätte in solchen Videos, ja. Geil. Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief. Ganz kurz einmal hier Pause machen. Ganz kurz einen Screenshot, ein Poster. Übers Bett hängen und ihr habt sehr schöne Träume. Oh, was, wenn die sich aktiviert? Das ist eine fucking Razzia. Ich weiß nicht, ob man, die Frau ist wahrscheinlich dann auch eine von, aus der Serie da. Ich weiß es nicht. Ich kenne leider nur Michael Smolik. Was machen die da? Hey. No King Shaming. Scheiße, die Drogen sind von einer üblen Sorte. Drogen? Nein, sie verstehen das falsch. Ich bin Pommes Mayo, ich bin heilfroh. Verdammt, ich glaube, ist es einfach. Nein, Rainer, du bist gerade erst Vater geworden. Ihr seid verhaftet. So, schnapp dir Boden. Sie weiß oh. Oh, ich möchte, dass Michael Smolik im ganzen Video diese Chuck Norris unbesiegbar Attitude hat, Mann. Weil das ist Michael Smolik. John. Alles okay, Bro? Werde ich jetzt sterben? Nein, das wird nur eine Beule. Bevor ich gehe, muss ich dir noch eine Sache beichten. Du wirst davon nicht sterben. Tilo, Junge, geil. Bruder, das ist meine Beichte. Hab unsere Serie weitergeschaut ganz alleine. Und boah, Junge, das ist geil. Okay, das ist nice, Mann. Das ist geil, das ist geil. Sie gucken Bibi und Tila-Trailer, habe ich sofort erkannt. Und unter dem Tilo-Augentattoo von ihm steht einfach Auge. Geil. Bruder, das ist mein. Und, und das ist einfach Hals. Okay. Meine Beichte. Hab unsere Seele weitergeschaut ganz alleine. Und deinem Vater gesagt, die Kippen waren deine. Und dass deine Ex einen neuen hat, wusste ich seit dem ersten Tag. Doch ich nehm nichts mit ins Grab, meine Beichte. Oh, das ist gut gemacht. Insta meine Fotos auch die Aufnahmen sind so wie dieses Musikvideo zur Sehnsucht eben so. Geil, auch dass die Musikvideos so gut analysiert und gekopiert worden. Hab gelacht, doch deine Jokes waren immer scheiße. Ja, bitte sei jetzt stark, ich war gestern Nacht mit deiner Schwester in love. Ja, ich reichte. Weißt du noch, als du umgezogen bist, denn in sechsten Stock. Ich war nicht krank, sondern hatte halt nur echt keinen Bock. Dein Controller, der bei dir daher plötzlich verschwunden war. Ich beichte, das ist mein Player, du schon seit 100 Jahren. Falls dich wisst. Ey, ich find's super cool. Super aktuell halt auch. Nicht nur von den Insidern, sondern auch von der Song aus. Mal. Und ganz ehrlich, habt ihr schon mal was bei einem Kollegen geklaut? Ich habe einmal im Kindergarten eine Ü-Ei-Figur geklaut und in der Minischule. Hattet ihr Minischule überhaupt? Das hatte ich, hatte Minischule, Junge. Zwischen Kindergarten und Schule. Nicht, weil ich noch Zeit brauchte, um mich zu entwickeln. Keine Sorge. Da habe ich Lego geklaut ein bisschen. Ein paar Lego-Figuren. Sorry. Zu ein Kaugummi, aber wegen Mundgeruch. Als Zahnbürste hab ich mir mal die Schuhe geputzt. Und dein Netflix-Account wird von der ganzen Schule benutzt. Wenn ich schwarz fahre, sag ich deinem Namen im Bus. Ey, ich hatte mal eine Freundin von mir erzählt, als sie nicht kontrolliert wurde, aber sie hat mal Post bekommen von der HVV, heißt das hier so im Norden, in Schleswig-Holstein, weil jemand anders gesagt hat, ich habe meine Bahnkarte und meinen Ausweis und so nicht mit, sorry, okay, hab mich erwischt, meine Daten sind so und so und so und so. Und da hat jemand anders, ein anderes Mädchen, ihren Namen gesagt und ihre korrekte Adresse auch gehabt und hat gesagt, ja, ich war das, ich bin schwarz gefahren, hier sind meine Daten. Das heißt, irgendjemand, der sie kannte und so gut kannte, dass sie wusste, wo sie wohnt, die korrekte Adresse, hat dann einfach die Daten ihr gegeben. Also dem Kontrolleur oder Kontrolleurin gegeben. Junge, wie abgefuckt ist das denn? Wo sind sie hin? Mission failed. Was? Ist doch deine Schuld, dass wir uns gefunden haben. Ey, schieb das jetzt nicht auf mich. Du hast noch nie was von NordVPN gehört, oder? Nee. Ey, cool. Cool. Sehr, sehr cool, Mann. Gönn ich den sehr. Das erste bewusste Product Placement, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ist das irgendwas mit Eisbergen? Fast richtig, aber da du es nicht kennst, ist deine Schuld, dass wir uns gefunden haben. Come on, warum ist das denn jetzt schon wieder meine Schuld? Du hast keine Ahnung, wie viele Leute dich über dein Handy ausspionieren, oder? Ich habe da letztens gesehen, wie du danach gegoogelt hast, wie man Pflanzen heimlich in der Scheune anbaut. Ich wollte mich halt nützlich machen. Junge, du bist total unsicher im Netz. Auf deinem Phone, auf deinem Laptop, überall gibt es Hacker. Malware, gefährliche Webseiten. Weißt du noch, wie ich vor einem Monat gehackt wurde? Darum nutzt man VPN. Auch cool, man, dass das mit dem, als der YouTube-Channel gehackt wurde, dass das alles drin ist.
NordVPN ist nun mal der King auf dem VPN-Markt. Bro, machst du gerade Werbung? Ja, check es selbst mal aus auf nordvpn.com/studienbam. Du hast nichts zu riskieren mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das klingt echt gut, aber es hilft uns gerade auch nicht weiter. Ey, was hast du vor? Ey, auch süß. Irgendwas ist gerade daran süß, dass John in einer Biomüll-Abfalltonne sitzt und sich daran bewegt. Irgendwie ist das süß. Auf der Postkostüm zurück! John, nein, hör mir zu! Nein, die Bohnen können wir jetzt eh nicht mehr benutzen, um berühmt zu werden, sonst findet uns die Polizei. Was ist, wenn wir die Bohnen gar nicht nehmen? Wow, cool, Joe, danke. Ja, aber halt jemand anderes. Jemand, der nicht viel hinterfragt. Jemand, den jeder sofort ins Herz schließt. Jemand, den man ausbeuten kann. Jemand, der sowieso singen will. Ja. Was? Was? Chicken Nugget! Oh, okay, das war das Ekligste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Mein Kind. Danke. Hat Ihnen das Lied gefallen? Nein, damit du aufhörst. Hauptsache, sie singt nie ohne Bohnen, sonst fliegen wir so von oben. Wow, das klingt voll schön. Wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Schade. Was denn? Ihr lügt. Sehe ich immer, wenn sein Auge so zuckt. Ich meine, schau uns an, wir können auch nichts, aber wir haben einen geheimen Trick, der uns ultra krass macht. Bist du dabei? Ja, nee, ich bin so anti-MDMA. Dafür werde ich immer so ein bisschen... War aber trotzdem schön, euch wiederzusehen. Ey, da hinten sitzt Juice Dad. Warte. Das ist Juice Vater sitzt da. Ey, meine Gäste fühlen sich gestört von deinem Scheißgesang. Bei dem Song haben sich meine Eltern scheiden lassen. Gerade eben. Danke für den Telefon. Ey, den kenne ich auch noch. Junge, der war der Beste. Der war in dem Musikvideo Songs aus der Bude 2, wo ich auch dabei war, da hatte der so einen gebrochenen Fuß oder irgendwas und wurde aus dem Zug geworfen, weil er Ju sein Ticket angeboten hat und aus dem Bus geworfen und dann ist er rausgegangen und er hatte beide Füße gebrochen und ist auf Krücken aus dem Land gegangen dann. Das war geil. Ich wollte nur mal 5 Minuten hier meine Ruhe haben. Ich habe zu Hause schon einen stressigen Sohn. Den hier. Jetzt wirft die geil. Wichtig. Wichtig und richtig, dass wir da noch einen Revitis haben. Alter, mal raus. Ich bin der Udo und der Junge sieht wirklich sehr stressig aus. Du hast es gehört. Facts. Was damit? Sie kommt von Hause. Das ist mein Ukulele. Lass los. Ah, cool, MDMA. Tadel, Junge, wie geil. Okay, nice. Hier kommt Jay mit der Boombox. Auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch? Junge, wie cool. Aber bleib am Boden wie Crocs. Punchlines sind mein Standardskill. Ey, der Beat ist 1:1, ein Tadel Beat. Punchlines sind mein Standardskill, auch coole Zeile eigentlich. Und gleich dieser, ich hoffe, es kommt noch der Flow Change. Ich gebe keinen Damn darauf, dass du mir nicht checkst. Sitz fresh on Tausend, mein Nicer. Brauch keinen Tesla. Fick deinen Mike. Geil. Komm in mein Fight Club. Gehst ohne Eier, weil diese Schwester ein Messer dabei hat. Jo, also die Performance von Lilia ist wirklich eine 10 von 10 von Tadel. Also wirklich die Mimik, aber auch wie sie sich bewegt, ist wirklich 10 von 10 Tadel. Auch diese Zeile gerade, du bist du, aber halt mehr nicht. Das ist echt, ich sag's, wie es ist, Mann. Das ist typisch Tadel, geil. Gefällt mir. Sollen wir das nicht direkt filmen? Geil. Stimmt. Sehr, sehr gut geworden. Ich bin cool und fresh, wie das weiß auf Google Maps, yeah. Du bist wack, auch mit der Gold-Uhr und Cash. Ich bin cool und fresh, wie ein Tiefkühltongeschäft, huh? Full on crack, was ich mache. Kennt man das Tiefkühltongeschäft? Pura Flex. Wie aus dem Nichts landet Julia in den YouTube-Trends und hat jetzt schon mehr Klicks gemacht, als ich mit all meinen Videos zusammen. Den kenne ich auch. Also für sie würde ich sofort das Ufer wechseln. Geil, aber wenn Julia jetzt noch das White Noise reversen würde... Dicker Kuss an Tuba, weil er das gemacht hat. Dann wäre es perfekt. Von Zeitungsausträgerin zum Rapstar. Geil. In einer Woche. Das ist meine Erfolgsstory. Das muss ich sofort meinem Freund erzählen. Er ist ein bisschen älter, aber die Liebe ist echt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht mehr anrufen. Fuck, jetzt muss ich meine Nummer wechseln. Auch cool, dass Sigi dabei ist. Das ist halt das, was ich meinte. Stellt euch vor, man sagt ja Michael Smolik, Sido, Tilo und keine Ahnung wer alles noch, Kaya Jana in einem Video. So, denkt keiner dran, aber es passiert halt einfach. Er ist so süß. Ah, ist schon so spät. Ich glaube, ich gehe mal nach Hause.
mit meiner dünnsten Schnur der Welt. Schau mal, John, habe ich mir von unserem ersten Cash gekauft. Der neue Eternal God Hoodie ist heute in den Shop gekommen, ey, nicht dein Ernst. Was denn? Ich habe ihn mir halt auch gekauft. Auch gekauft? Du hast mir nachgekauft. Oh. Ist doch egal, Mann. Aber ey, du hast recht. Es hat funktioniert. Das mit dem Boden, mit Julia. Ach. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass sie niemals ohne Boden singt. Oh. Was? Julia ist live. Schaut mal, was ich mir alles gekauft habe. Ihr wollt, dass ich singe? Ja klar, kein Problem. Sie singt. Also, ohne Boden. Ich Ey, diese Kotz-Emojis hier, ey. Oh. Das tut weh in meiner Unterhose. Saure Milch singt besser als du. Fuck, ruf die Hundefänger. Tackle down. Ach, Mann. Oha, ihr seid voll gemein. Da geht ja die Farbe aus der Tapete. Schaltet sie ab. Nein, ich will euch ja nicht bannen. Oh, jetzt hab ich euch gebannt. Tut mir leid. Ich hab gar keinen Stripper bestellt. Schneller, John. Mach hinne. Das war die schnellste Methode, um dahin zu kommen, übrigens. Boah, die hat sich echt einen Heißluftballon gekauft. Solange wir nicht damit fliegen müssen. Komm jetzt, John. Hä? Die Tür wurde aufgebrochen. Julia! Julia? Oh, shit. Hallo? Junge, diese E.T.-Figur, die möchte ich haben. Hallo? Julia! Was ist hier passiert? Oh Gott! Ju, guck! Das Geschenk von meinem Sohn! John, komm mal her. Guck mal. Wen haben wir entführt? Kidnapper? Wir? Oh. Scheiße, Mann. Sie sind wieder zurück. Geil, Mann. Oh mein Gott, dieser kleine Junge. Geil. Ey, Tilo war gar nicht mehr da zu sehen. Ich habe nur auf Instagram gesehen, dass Tilo bei Ju war in der Story, so, dass sie da gechillt haben, aber der war nicht im Video. Aber ey, was ein geiler Song aus der Bodenteil. Ich sag's, wie es ist, Mann. Super nice. Super lang vor allen Dingen auch. Und die Songs waren cool, die Auswahl war nice, die Überraschungsgäste waren cool. Da waren bestimmt viele Insider-Witze, kleine Mini-Witze, die ich nicht gecheckt habe. Ich habe versucht, sehr aufmerksam zu sein. Schreibt mir da gerne mit Timecodes in die Kommentare, wenn ich irgendwo was übersehen habe. Schwer zu sagen, was mein Favorite Song ist. Ey, Green war ja auch noch kurz zu sehen, auch übel nice, by the way. Ich würde fast sagen, der Title-Song von Julia, der war so am allerbesten recreated auf jeden Fall. Coole Storyline. Ich bin sehr gespannt. Video ist sehr lang geworden. Sorry, 33 Minuten jetzt. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Wir sehen uns auf jeden Fall mit neuen Videos. Schreibt gerne in die Kommentare, was noch rausgekommen ist an Songs oder was wir uns sonst noch so geben sollen zusammen. Bis dahin hoffe ich, dass ihr einen wunderbaren Tag habt. Bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Und ciao.